Willkommen zurück in meiner Küche und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute machen wir zusammen im Thermomix einen Karamellpudding, der aus Werthers Originalbonbons hergestellt wird. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann bleibt jetzt dran. Viel Spaß beim Zuschauen! Für den Karamellpudding benötigen wir folgende Zutaten: 16 Werthers Originalbonbons. Ausgepackt sehen die so aus, das sind hier diese harten. Dann benötigen wir Milch, ein Ei, Speisestärke und wer mag, etwas Zucker. Die Mengenangaben dazu findet ihr unter dem Video in der Infobox. Als erstes geben wir die Karamellbonbons in den Mixtopf. Und diese müssen wir jetzt für 20 Sekunden auf der Stufe 10 zerkleinern. Ihr könnt euch denken, dass das sehr laut wird, also haltet euch die Ohren zu. Nun sind die Bonbons pulverisiert. Ich schiebe nochmal zur Sicherheit alles nach unten in die Mitte. Dann setzen wir den Schmetterling oder Rühraufsatz ein. Und alle restlichen Zutaten kommen dazu. Das Ganze wird jetzt für 9 Minuten bei 100 Grad auf der Stufe 4 aufgekocht. Der Pudding ist nun fertig gerührt. Ich nehme den Rühraufsatz raus und fülle den Pudding in kleine Dessertgläser um. Wer mag, kann zum Schluss zum Garnieren noch ein Bonbon oben drauflegen, dann weiß jeder, was für ein Dessert das ist. Und fertig ist euer selbstgemachter Karamellpudding. Wenn ihr nun Lust bekommen habt, den Karamellpudding mal selbst nachzumachen, dann schaut wie immer unter dem Video in die Infobox, dort findet ihr das Rezept. Klickt gerne auf den Daumen nach oben, wenn euch mein Video gefallen hat. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Mal zusammen mit euch in meiner Küche. Bis bald, eure Vanni.